Guten Tag, meine Leute, willkommen zurück zu Mega Man ZX. Im letzten Part haben wir das Luftschiff der Wächter geschützt und den letzten Teil für Modell L gefunden. Und jetzt machen wir noch mehr Missionen, I guess. Und zwar. Ich schaue kurz auf meine Notes. Menschen retten. Ich habe aus Gebiet I ein Biometallsignal empfangen. Außerdem gibt es andere Anzeichen von Leben in dem Gebiet. Anscheinend werden einige unschuldige Bürger in der Anlage festgehalten. Geh ins Gebiet I und befreie die Gefangenen. So, Gebiet I ist wenigstens einfach zum Erreichen. Wir gehen zum Kraftwerk. Und da ist es. Die Lebenszeichen scheinen aus der hintersten Ecke des Gebiets zu kommen. Seit du einem der Männer aus dem Kraftwerk außer Gefecht gesetzt hast, sind ein paar der Geräte kaputt. Du müsstest den Strom wieder in Gang bringen. Strom. Okay, ich kümmere mich darum. Okay, das ist die zweite Stage von der Hapuya Quest. I guess. Wenn man das so nennen will. Und ja. Ich spiele also deswegen ein bisschen als Hapuya, weil Hapuya ist cool und in dieser Stage gibt es das letzte Life-Up. Aber das kriegen wir erst mit Hapuyas zweiter Ability, die wir erst von diesen Pseudoriden kriegen. Great. Hinter dieser Tür wird es auch weitergehen, aber das bringt mich zum Life-Up, aber das kann ich noch nicht kriegen, also mache ich das später. Und ich mache jetzt einfach den unteren Weg, der dunkel ist. Also switche ich auf Modell P, was mir nicht nur einen größeren Sichtkreis kriegt, sondern auch ich sehe einfach auf dem Bottom-Screen, was abgeht. Also gucke ich jetzt eigentlich gerade nicht auf den Up-Screen, auf den ihr gerade guckt eigentlich, solltet, sondern ich gucke auf den Bottom-Screen, weil, ja. Yeah. Weil ich sehe noch immer, okay, da ist ein Gegner und der wird mich angreifen, aber ich kann den Säuger angreifen und ja. Für dunkle Gegenden ist Modell P einfach cool. Weil man sieht trotzdem noch halb, was abgeht, selbst wenn man nicht wirklich sieht. Also ja, zum Beispiel hier ist ein Loch und da ist ein Gegner, der nach oben geht. Okay. So. Okay. Und die Musik in Distage ist auch ziemlich chill. Ich mag dieses Piano, das ist toll. Dieses Piano ist toll. Oder ist das ein Piano? Ich glaube, das ist Piano. Ach, weiß ich schon. Hi. Schön, dich kennenzulernen. Nun, seine Schwäche ist sicher Donner, weil, ja, yeah, ist ein Feuer oder Drache, soweit ich weiß, I guess. Also benutze ich einfach ein Modell Haas Overdrive und wreck den Fucker. Wow, das war knapp. Hallo? Okay. Whatever. Whatever you say, bitch. Be dead. Okay. Dann gehen wir mal. Wow, hi. How's it going? Danke für die Lebensenergie. Danke für die Waffenenergie. Und ja, wenn man den Strom hier reaktivieren würde, würde das alles wieder funktionieren als richtige Plattformen und die sich bewegen würden an den Tracks, aber. Wer braucht das schon? Na bitte. Also gehe ich einfach weiter. Okay. So. Da hoch. Okay. Destroy that. Destroy you. Because I don't care. Und weiter geht's. So. Wohin muss ich? Einfach da. Ah, Boss-Tür, schön. So, das war einfach. Sollte ja nicht eigentlich der Boss sein. Okay, dann halt nicht. Oh, hi. Lass mich raten. Du bist hier, um die Leute nebenan zu retten. Tut mir leid, aber die Zeit der Ritterlichkeit ist längst vorbei. Sie sind wertvolle Opfer für die Reaktivierung von Modell V. Verängstigte Cyberelfen, die Daten ausgesetzt sind, sind der Schlüssel für die Reaktivierung von Modell V. Ich bin Pseudoride-Modell H, Hurricane. Du wirst das nächste Opfer. Schrei schön laut. Okay, Hurricane ist schwach auf seinem Torso. Ja, der ist nicht wirklich einfach zu hitten, würde ich sagen. Ah, goddammit.
Man muss einfach eher auf seinen Kopf zielen und so. Und am besten auch nicht irgendwas machen, wenn er das macht, I guess. Und nicht zu nah an ihm dran sein, I guess. Er hat viele Angriffe, die einfach mit Tornados oder sowas zu tun haben, aber auch mit Elektrizität, I guess. Ich lade es einfach mal auf und mach Ice Dragon Move. Because I don't care. Wow. Yeah. Attack my Ice Dragon. Destroy the guy. Und don't destroy me, please. Because I don't want to die. Lol. Nur das hat er gehittet. Subtank, please? I guess. Thanks. Dankeschön. Okay, whatever. So, use that und. Ja, eigentlich ist der Eisdrache nicht die nützlichste Waffe, aber okay. Whatever. Bei diesem Overdrive-Move von ihm einfach immer wegrennen und warten, bis das unterste auf einen. Ach komm schon. So. Komm, get hit. Awesome. Wow. God damn it. Okay. Hier einfach immer wegrennen und warten, bis das unterste kommt und darüber springen. Ja. Yeah. Und so weicht man seinem Overdrive-Move aus. I guess. Ich würde dich jetzt einfach gerne nochmal so hitten. Danke. Nein, nicht auf den Torso. Einfach auf deinen Fickschädel. Oder du machst einfach wieder den Overdrive-Move. Ist auch in Ordnung, I guess. Okay, aber jetzt. Oder. Nein! God damn it. Ich lasse einen Level 30 nicht auf mir sitzen. Ich mach das nochmal, bis ich es hinkrieg. Komm, 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 komm. So, whatever. So. Nicht schlecht. Mach mit den Leuten immer, was du willst. Es ist sowieso egal. Die Reaktivierung von meinem Weg kommt trotzdem zustande. Sieht aus, als hättest du das Passwort und meine Kraft wiederhergestellt. Danke. Es wird aber eine Weile dauern, das Passwort in etwas Brauchbares umzuwandeln. Habe Geduld. Okay. Und da oben steht Fist Leo in G5 gefunden. Man kann die Pseudoride nochmal bekämpfen. Unendlich oft. Die erscheinen einfach immer wieder in ihren Areas. Bringt sich das was? Nicht wirklich. Die Menschen sind dort. Du musst sie befreien. Wir sind gerettet! Fast wären wir zu Cyberelfen geworden! Danke, dass du uns gerettet hast! Cyberelfen geworden? Was erzählt ihr da? Diese Fieslinge rauben unsere Erinnerungen und verwandeln uns in Cyberelfen! Außerdem haben sie versucht, uns Angst einzujagen! Ich habe es gesehen, wie die anderen zu Cyberelfen wurden! So konnten sie also so viele Cyberelfen erschaffen. Sie sind noch grausamer, als ich gedacht hatte. Wir schicken die Leute in die Stadt zurück. Danke für die Rettung. Lenz. Okay. Nun. Jetzt wissen wir noch mehr von dem Plan. Okay. Missionsbericht. Okay. Bevor ich jetzt noch eine Mission annehme, gehe ich kurz nochmal in Gebiet E zurück, um wieder in Gebiet I zurückzugehen und den oberen Weg zu nehmen. Für das Life-Up. Because... why not? Ich will das Life-Up nämlich und... ihr könnt mich nicht daran hindern, es zu holen. Ich bin so fies. Okay, und was Hapuyas zweite Ability ist, zeige ich euch dann, wenn wir sie brauchen, beim Live-Up. Okay. So. So. Wow, das schaut cool aus. Für DS-Standard schaut das einfach cool aus deinem Hintergrund, aber so schaut aus, also ich weiß nicht. Ja, für ein DS-Spiel ist das richtig schön. Ich glaube, das hat auch irgendwie damit zu tun, dass es fucking Sprites benutzt und nicht hässliche 3D-Models. Ah, whatever. So. Da rein. Jetzt leben wir da draußen. Und hi. Schön, dich zu sehen.
Ja. Der ist schwach gegen Eis, aber ich habe kein Eis mehr. Also benutze ich Modell Z, um ihn zu killen. Because I don't give a fuck. Ja, ich weiß nicht, warum zwei Minibosse in einer Stage sind, aber okay. Passiert. So, hit that a bit. Get hit a bit, because why not? Weil wir ganz lustig sind, ja. So. Fire the missiles! Okay, wie viel hältst du bitte noch aus? Danke. Okay, kaum beschwere ich mich, geht's kaputt, was ist hier los? Na egal. Wir sollten dann gleich bei der Life Area sein. Und hier ist Wind, der mich zurückpusht. Ganz leicht. Erinnert mich an Turtle Lloyds Nightmare Effect. Gott. Ist auch schon her. Bienen! Oh mein Gott. Kann jemand von euch vielleicht Lebensenergie geben und mich nicht noch mehr hitten? Danke. Vielleicht ein bisschen. Nein. Okay, könnt mich mal. Okay, Hapuyas zweiter Move ist, dass, wenn ich es jetzt nur richtig benutzen könnte, wird das helfen, die Plattform dort hochzubringen. Und dann dort hochzubringen, wo das Lebensab ist. Oh, jetzt bin ich voll aufgepowert. Awesome. Okay. Warum nicht? Gehen wir aber noch hier durch, I guess. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was hier drin ist. Ich bin noch nicht hier so durchgegangen, also schauen wir einfach mal. Und Stacheln, ach schön. Und I'm an idiot. Why did I... Alter, was ist los mit mir? Warum spiele ich wie shit? Oh, weil ich immer wie shit spiele, danke. Okay. Probieren wir das nochmal vielleicht. Vielleicht ein bisschen besser. Ich meine, ja, nicht schlecht. Okay. Runde 2 des Failathons. I guess. So, kill that guy. Mich in die Stacheln rein und da ist die Bosstür. Ja. Okay, auf zum Transserver wieder und dann machen wir, glaube ich, noch eine Mission. Ich meine, warum nicht? Ja, können wir machen. Okay. So. Danke für die Lebenserfüllung, habe ich gebraucht. Missionsauftrag. Labor beschützen ist die nächste Mission. Wir haben im Gebiet L ein altes Labor entdeckt. Die Anlage ist so ähnlich aufgebaut wie die, die in der der Commander-Modell X entdeckt hat. Vielleicht finden sich hier Hinweise auf das Biometall. Der Gegner kommt schon in dem... kommt schon in diesem Gebiet. Ich bin so kindisch. Er darf auf keinen Fall auf die Daten gelangen. Begib dich ins Gebiet L. Hol die Daten, bevor es dem Gegner gelingt. Nun, dann machen wir das mal. Und wo ist Gebiet L? In Gebiet H. Und das ist in Gebiet A. Yay, Backtracking! Oh, toll! Backtracking ist lustig. Okay, dann backtracken wir nochmal. Weil es so lustig ist, ne? Ja, das ist wirklich, was ich nicht mag. Vor allem, wenn in fucking Gebiet H oder so noch ein Transserver stehen würde, dann hätte ich nicht so große Probleme damit, aber... fucking hell. Ich habe ein Problem damit. Okay, whatever. Ich meine... kann ich was daran ändern? Nein. Ich meine, ich könnte das Spiel hacken, aber... I don't know how to do that. Because I don't know shit, Luigi. Mario! Why don't you know shit? I don't know shit about hacking, Luigi. Don't you know anything about subtexts or something, or what's it called? I don't know. Mario, I think you mean... I don't even know what you mean. See, Luigi, you don't even know what this is. Okay, ich... Warum werde ich immer zu Mario und Luigi? Na, whatever. Hey, Baum. Back for nächste Runde? Warum nicht? Lebensenergie, Matt und Energy Crystals. Okay. Ich meine, warum nicht? Nun, Gebiet H wieder. Diesmal fliege ich ein bisschen mit Hapuya rum, warum nicht? Kann nicht schaden.
meine, hier ist ein Mett-Riesenrad. Das ist einfach... Die Idee an sich ist einfach so genial. Und das ist einfach... Ernsthaft, ich würde in den echten Mett-Theme-Park gehen. Das ist... Obwohl ich eigentlich nichts von so... Reiseparks halte... In ein Mett-Theme-Park würde ich gehen. Einfach nur, um mir irgendwie Mett-Merchandise kaufen zu können. Das wäre awesome. Warum macht das niemand? Oh, das habt ihr voll. Warum macht niemand sowas? Das wäre so awesome. Oder muss ich erst bis... ...24XX warten? Oder was ist los? Super. So. Ich meine, guckt euch das an, das ist einfach genial. Whatever. So. Und wir müssen den Miniboss nochmal besiegen. Of course. Wenn ich nichts Besseres zu tun habe, hey Matt, danke. Er ist, soweit ich weiß, schwach gegen Elektrizität, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe meine Stunlocked ihn und... ja. Das war schwer. Okay. Nun... Da ist Gebiet L. Los geht's. Vent, der Angriff hat mit dem Danke. Ich kann nicht mehr lesen, Leute, okay? Ich habe nur diese Schwäche. Vent, der Gegner hat mit dem Angriff begonnen. Wenn wir uns nicht beeilen, sind alle Daten im Labor verloren. Der Raum mit den Daten ist sicher oben. Okay. Nun, Gebiet L ist... interesting. Es hat ein interessantes Gimmick, was eigentlich eher nervig ist. Und zwar... Wenn es erscheinen würde... Nein, nicht diese Blöcke, die man einfach zerstören kann. Und auch nicht diese Pantheons, die ständig auf diesen Hoverboards rumhauen. I guess. Ich meine, das sind auch Gimmicks, oder? Wow, bitte nicht sterben. Das war knapp. Okay. Manchmal muss man wirklich mal Blöcke zerstören. Ich meine, nicht müssen, aber man kann. Ist ja schneller, glaube ich. Aber was weiß ich schon, ich bin hier nicht der Speedrunner. Also... Ja. So. Wann kommt das Gimmick mal ins Spiel? God damn, ich will das zeigen, wie nervig das ist. God damn. Okay, warte mal, komm schon. Zeig mir das Gimmick. Oh, ist das ja für den nächsten Raum oder was? Glaube ich mal. Yep. Die Dinger... reversen die Controller. Das heißt, wenn man links drückt, geht man rechts und wenn man rechts drückt, geht man nach links. Und das passiert, sobald man in die erste Sonarwelle eintritt. Das ist so nervig. Und die roten Wellen lassen einen für eine kurze Zeit nicht angreifen, was noch nerviger ist. Ja. Für dieses Gimmick bin ich nicht wirklich gut zu sprechen, weil es einfach nerviger ist. God damn it. Super, jetzt muss ich wieder die falsche Richtung halten und wenn es beendet ist, ist es wieder so... Ah, das ist einfach nervig. Aber ja, man kann die Antennen hitten, um das Transmitting kurz auszuschalten. Aber ich würde die gerne einfach zerstören können, aber nein, natürlich nicht. Nee. Whatever. Wow. Unter Beschuss bin ich jetzt, ha? Super. Okay, whatever. Geh noch weiter und spring bitte über das Ding drüber, damit ich wieder deinen angreifen kann, danke. Okay. Autsch. So. Ein paar Blöcke, die man kaputt machen kann, okay. Ist recht. So. Hopp. Wow. No, please don't kill me. So. Hit that. Warten bis das. Okay. Ja, muss man auch ein bisschen warten können, bis man frei ist, um durchzugehen. Hi. Danke. Okay, Blöcke zerstören, weil es so lustig ist und das schaut aus wie eine Tür, ist aber soweit ich weiß keine. Ja, I don't know. Whatever. Geh weg, ich mag dich nicht. Okay, weiter geht's. So langsam sollten wir dann auch schon beim Boss sein. Oder, ouch. Ja, renn einfach noch in die anderen Raketen rein mit deinen Iframes. Ich meine, es ist eine Taktik. It's a feature. It's a feature. It's a feature. Wow. Don't shoot me. Okay, whatever. Ja, Pantheons auf den Hoverboards wieder, weil es so lustig ist.
Ich glaube, mit Phantom kann man sich an der unteren Seite irgendwie dranhängen. Oh mein Gott, das ist doch dämlich. Also, das fucking just do that. Und Boss-Tür mit fast kein AP. Schön. Hi, Großer. Endlich kommst du. Der dumme Mega Man, der sich auf die Seite der Wächter geschlagen hat. Alle hier gefundenen Daten sind nun auf meinem internen Datenträger. Ich muss nur diesen Raum zerstören, in dem du bist. Und alle Probleme werden gelöst. Ich bin Pseudorine Modell P, Protectors. Ich zermalme alle, die sich uns in den Weg stellen. Okay, Protectors, dann zeig mal, was du kannst. Ja. Oh mein Gott, ich habe vergessen, dass er das kann. Vergesst meine Dummheit, bitte. Wenn er das macht, muss man hinter ihm bleiben. Sonst wird man von der Radioaktivität gehittet. Und seine Schwäche ist sein großer, fetter Bauch. Ja, toll. Now that's a good weakness, because it's fucking... Das ist sein ganzer scheiß Körper. Whatever. Wow. Okay. Ah, goddammit. Ich wechsle einfach mal zu Modell Z, I guess, because I don't know. Es ist wirklich einfach dämlich hier mit dem, weil man kann den nicht gut hitten irgendwie, wenn er auf der obersten Plattform ist vor allem. Das macht so schlecht. Also man muss ihn immer irgendwie runterlocken, um einen Hit auf seinen Kopf hinzukriegen. Okay. Wow. Als letzte Resort, wenn man nicht rechtzeitig von der Rakete weg kann, kann man über ihn drüber springen, wenn man muss, aber ja. Ich versuche den jetzt mal wieder ein bisschen runterzulocken, weil der nervt sonst wieder nur. Na komm. Danke. Okay. Na goddammit, komm schon. So. Jetzt aber. Bam. 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 Rakete. Boom. Ich meine, ich mag Big Booms wie so wie jeder andere, aber trotzdem. Na komm, geh runter. Geh runter. Na komm. Geht doch. Bam. Ja, Protectors ist nicht wirklich der lustigste Kampf hier, aber okay. Ich finde trotzdem, die Fire Mavericks sind blöder. Weil die einfach noch behindertere Schwachstellen haben und ja. Einfach viel erratic sind. Okay. Puh, das war knapp. Und ich glaube, ich habe ihn so ziemlich. Yeah, Level 4. Nein. Wie ist es dir gelungen, meine Rüstung zu zerstören? Hochmut kommt vor dem Fall. Eine starke Rüstung ist nichts im Vergleich zur Willenskraft. Es wird eine Weile dauern, bis ich das Passwort wiederherstellen kann. Das Passwort ist fertig, wenn du es brauchst. Oh, Lorea ist gefangen. Schon. Schwester hat diesen Datenträger zurückgelassen. Vergiss bitte nicht, ihn ins HQ zurückzubringen. Biometallbericht, Klassifikation Nummer 315000, Modell W. Entdeckt, Metall mit Bewusstsein, Bio, Modell W. Und die Daten scheinen zerstört zu sein, ich kann sie nicht lesen. Vielleicht gibt es beim HQ etwas, womit wir sie retten können. Schicke sie bitte zusammen mit deinem Missionsbericht. Okay, dann machen wir das mal. Und ich zeige währenddessen... Nicht Modell L. Modell P bitte. Modell P ist... Second Move. Ein Schild. Yeah, I guess that happened. Ja, wenn man Schild braucht, unbedingt. Okay, Missionsbericht. Und habt euch ausgehängt? Okay. Nun, ich würde sagen, im nächsten Part werden wir das letzte Biometall vervollständigen und alle Passwörter finden. Bis dahin, auf Wiedersehen.